Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, in der letzten Folge sind wir hier ja ein bisschen rumgerannt und ich sehe gerade, die Sachen sind wieder neu gekommen hier, weil ich mich ausgelockt habe. Dann nehme ich doch direkt mal kurz die Pflanzen mit, von denen wir jetzt noch nicht so viele hatten. Da hinten ist eine Mine. Moment. Ich wollte eigentlich sagen, in der letzten Folge sind wir hier hingekommen. Und wollen jetzt in das Land rein. Ach, das ist der Bereich. Ja, ich glaube, dann sind wir da schon gewesen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt ein Weg wäre, von dem aus wir gekommen sind. Das ist also Neulanlania. Darf ich rein? Das Kennwort. Ihr steht echt total auf diesen Witz. Wer macht hier Witze, Mensch? Niemand kommt ohne das Kennwort rein. Benutze deinen gesunden Menschenverstand. Du meinst es also ernst? So ist es, ja. Wie wäre es mit einem Hinweis? Behandle uns nicht von oben herab, Mensch. Wir nehmen unsere Sicherheit ernst. Wir erinnern uns an unsere Kennwörter. Wir sind nicht senil wie Trilo und malen sie auf die Rückseite unserer Hütte. Pff. Wir sind pflichtbewusst und auf Sicherheit bedacht. Du solltest es auch mal versuchen. Natürlich. Bitte entschuldige. Und jetzt verzieh dich. Okay, wer ist Trilo? Das ist der da hinten. It'll be written in Nom. I can take a picture and show it to Nimar. Ah, ein Foto? Wir malen es auf die Rückseite. Also von ihm müssen wir ja sowieso noch ein Foto machen. Aber auf die Rückseite der Hütte. Meine ich jetzt von drinnen oder von draußen? Weil das sieht so danach aus, als ob man hier reinschauen kann. Das war jetzt auch nicht das, was da oben war, ne? Ja, das ist wohl auch nicht gemein. Ah, hier ist auch nochmal sowas. Aha! Aha! Nein! Ich wollte eigentlich zoomen. Aha, aha. Nimar, where are you? There's something I need to show you. I'm following your trail. Meet me in the rocks by this new Lanlania place. Das heißt da hinten, okay. machen wir allerdings, damit ich das nicht vergesse, machen wir nochmal schnell. Nomtastic. Ein Foto von ihm hier. So. Okay. Jetzt ist die Frage. Moment, er ist hier, oder? Ja, hier. Jetzt wollte ich gerade auch schon ein Foto von ihm machen. Da bist du ja. Die Wache dieses Dorfes ist ein Idiot. Du musst mitkommen und der Wache das Kennwort nennen. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Zeig es mir. Ich bringe es dir bei. Angsthase. In Ordnung. Schau, da ist es hingekritzelt. Okay, mal sehen. Wow. Gruseliges Kennwort. Echt? Wie lautet es? Du solltest es so aussprechen. Aha. Aruma Tibo Nam Tibo. Aruma Tibo Nam Tibo. Was bedeutet das? Ich müsste dir umfangreichen Sprachunterricht geben, um das zu erklären. So kompliziert kann das doch nicht sein. Nun, es gibt ungefähr 50 verschiedene Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist... weißt du was? Ist schon gut. Sag es mir einfach nochmal, wie es lautet. Aruma Tibo Nam Tibo. Also gut, ich beiße an. Was bedeutet Aruma Tibo Nam Tibo? Die Kurzversion. Es bedeutet sowas wie neue Krankheit, neue Familie. Oder vielleicht wäre die beste Übersetzung in die Menschensprache frisches Los, frische Frucht. Aber die Frucht sind sämtliche künftige Nachkommen allen Lebens auf Ava. Und das Los ist eine schreckliche Krankheit.
Ich habe das Gefühl, als hätte ich eine Gehirnoperation. Wovon redest du? Mhm. Vergiss es. Nimm einfach die Namenversion. Denk daran. Mhm. Aruma Tibo Nam Tibo. Ja, bis ich da bin, habe ich das wieder vergessen. Aruma Tibo Nam Tibo. Hi nochmal. Mensch. Ich habe dein Kennwort. Aruma Tibo Nam Tibo. Hm. Schöner Akzent. Dann komm rein. Aber wir behalten dich im Auge. Dankeschön. So, da ist noch jemand, den wir fotografieren müssen. Hallöchen. Mit wem müssen wir denn jetzt sprechen? Achso, doch, mit ihm müssen wir sprechen. Seid gegrüßt, Oberhaupt Rilo. Ein Mensch? Wie unerwartet. Unsere Sprachkenntnisse sind eingerostet, aber dieser Titel Dorfoberhaupt. Wir sind kein Oberhaupt, wir sind Trilo. Einfach Trilo. Mhm. Mein Fehler. Das Oberhaupt von Alt-Lan-Lania meinte, du würdest dich als rivalisierendes Oberhaupt ausspielen. Als neues Dorfoberhaupt. Ava, bewahre uns. Diese Fehde ist so töricht. Oberhaupt Kamlo und wir waren uns lange über etwas uneins. Etwas, das uns beiden wichtig erschien. Die beste Methode, Nesthäkchen zu unterrichten. Und nun sind wir Marubalan gespalten. Es ist lächerlich. Aber lasst uns die Besucherin nicht in Trauer ertränken. Was führt dich in unseren Sumpf? Hm. Ist eine lange Geschichte, aber momentan spiele ich Briefträgerin. Hier, ich glaube, du kennst den Absender. Ein Freund von mir namens Nimar. Nimar? Hm. Der Vater. Oh, Ava. Unser kleines Nesthäkchen ist zurückgekehrt. Nimar ist dein Nesthäkchen? Einst, vor langer Zeit. Nimar liebte es zu erkunden und stöberte tagelang in den Ruinen des alten Volkes nach Plunder. Wir sahen darin keinen Nutzen. Wir fürchteten jenen alten Tempel. Wir tadelten Nimar. Wir wollten, dass Nimar so ist wie die anderen, wie wir selbst. Eines Tages brachte Nimar einen glänzenden Stein mit. Wir waren wütend. Nimar rannte ins Grasland und ehe wir uns versahen, schloss sich das Tor. Deshalb hat er also im Grasland gelebt, jahrelang. Oh, Nimar, zu jung. Wenn ein Nesthäkchen in dem Alter von der Nesthüter getrennt wird. Wir fürchten seit langem, dass es Nimars Verbindung zu Ava beeinflusst haben könnte. Aber warte mal, wenn du hier bist und dieser Brief ebenfalls, dann... Das Tor ist offen. Nimar ist hier im Sumpf, ganz in der Nähe. Wir müssen unser Scham ins Auge sehen. Wir haben uns geirrt. Wir lieben Nimar. Wir möchten unser Nesthäkchen wiedersehen. Bitte, Mensch, bringst du Nimar zu uns? Ich werde sehen, was ich tun kann. Oh, es ist quasi der Vater. Und ich dachte schon, die große Liebe oder sowas. Naja, gut, okay. Unter den Namen, ne? Es gibt ja scheinbar keine richtigen Frauen, ne? Nimar, ich habe Trilo getroffen. Und? Oh. Trilo möchte dich sehen. Mhm. Danke, Starkbein. Wirst du mich dorthin begleiten? Oh. Hm, natürlich. Dann komm. Nimar,
Du bist zurückgekehrt. Ich gebe euch beiden einen Moment. Alex, I wanted to check in. Are you okay? Hey, Tab. Yeah, I'm good. Thank you. Okay, just making sure. Listen, I hate to ask, but Dr. Kratavas... I'm working on it, Tab. Don't worry. Thanks. Over and out. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, ich wollte nämlich mal eben gucken. Ja, wir haben nämlich 8 Punkte mittlerweile. Ist da noch irgendetwas, was wir jetzt dringend gebrauchen könnten? 2 Pflanzen statt von einer. Entfesselte Kette, das ist eigentlich ganz gut. Was war denn das hier? Verbessert den Hanazau. Oh, was ist das? Der Schild kann einen weiteren Treffer standhalten, bevor er zerbricht. Ja. Hört sich auf jeden Fall erstmal gut an. Auch wenn ich nicht so genau weiß, was der Hanazauber eigentlich ist. Wenn ein anderer Zauber eingesetzt wird, während Hana aktiv ist. Ach so, oder ist das das, wenn wir da durchlaufen, wird die Dauer von Hana verlängert. Ja, nehmen wir das auch mal. Jetzt haben wir noch 5 Punkte. Wir können das nicht direkt nehmen, oder? Oder können wir das direkt... Ach nee, Moment, das ist Maximum. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das hier. Zauber wirken jetzt auf alle Ziele in der Kette. Ach, dann nehmen wir das auch noch. Ha! Ja, cool. Okay, ich bin übrigens gerade... Das fällt mir jetzt das erste Mal auf. Lied des Nebels... Lied der Ranken. Achso, dann ist das das andere Gebiet, was wir noch nicht haben. Okay, gut, dann haben wir aber da auch schon mal wieder was Neues eingestellt. Achso, sprich mit Nimar. Moment, ist er jetzt fertig? Hey, wie geht's? Schwierig, aber schön. Es ist gut, wieder mit meinem Nesthüter zu reden, auch wenn viel Zeit vergangen ist. Ich denke, es wird gut für mich sein. Gut für uns. Danke. Ich tue alles, um Freunden zu helfen. Apropos, es gibt besorgniserregende Neuigkeiten. Gibt es sie nicht immer? Ich war als Nesthäkchen hier im Sumpf mit einem Namen namens Ukub befreundet. Ukub rannte immer weg, wenn ich in Schwierigkeiten steckte. Klingt fast wie Tabitha. Jedenfalls sagte Trilo, dass Ukub ein wenig seltsam geworden ist. Inwiefern seltsam? Laut Trilo ist Ukub zu den Ruinen im See gegangen und wurde von giftigem Wasser eingeschlossen. Anscheinend weigert sich Ukub, sich zu bewegen und schreit irgendwas über die Marasik, was absurd ist, weil... Das Marasik? Ich muss sofort Ukub finden. Wow, okay. Wie gesagt, irgendwo draußen im See, im Nordosten. Aber du bist ein Schatz, Nima. Ich muss los. Hey, beeil dich, aber wir haben Ruinen zu inspizieren. Tschüss. Ja. Sumpfturm, da sind wir anscheinend... Noch nicht gewesen? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir da am besten hin? Das ist eine sehr gute Frage. da hinten haben wir auf jeden Fall auch noch eine Quest. Da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Aber nicht jetzt, weil wir, so wie es aussieht, erstmal... Oh, was haben wir denn hier? Uns erstmal um die Hauptquest kümmern müssen, das wollte ich sagen. Hallo? Nein? Du sollst ganz normal das F nehmen. I can feel the calm of this place. Also keine Ahnung, was mit dem Controller jetzt gerade los ist. Es hat nur funktioniert. Kann ich das nehmen? Das ist so am Leuchten. Es hat nur funktioniert, indem ich dann nochmal die alte, also den alten Ton gespielt habe.
Und dann den neuen nochmal. Das war jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Das habe ich sonst nicht gehabt. Normalerweise konnte ich die ganz normal spielen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir müssen... Ach, das ist das, was eingezeichnet wird, ne? Ja, da sind wir... Da können wir rüber, okay. Jetzt ist die Frage, kommen wir denn auch wieder da hoch? Hatte ich da oben... Irgendwo habe ich doch hier auch ein Seil gesehen. Ich meine, ich kann jetzt hier runterspringen. Das ist nicht das Thema. Die Frage ist nur, kommen wir dann auch wieder hoch? Das wäre halt ganz gut. Da haben wir das Richtige drin. Okay. Ach, da hinten. The infection is spreading. Da habe ich ein Foto von. Okay. Da habe ich auch ein Foto von. Und da habe ich auch ein Foto von infiziert. Okay. Weil ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube nicht, dass jetzt hier noch welche sind, die ich noch nicht habe. Aber man muss halt gucken, ne? Als ob der jetzt noch nicht fertig wäre. Oh. Komm, beweg dich doch einfach. Das. Gut, da hinten brauchen wir die theoretisch. Ich muss nicht neu spielen, okay. Wen könnte ich denn hier nehmen? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Achso, der kann hier hochspringen, ne? Das ist, glaube ich, doch eine ganz gute Wahl. Hier hinten liegt auch noch ein Paket. Sehr schön. Gut. Dann können die da runter. Das können die aber, glaube ich, nicht. Das können nur die anderen. Ja. Ich habe ja nur... Ich habe doch nur geguckt. So, dann nehmen wir dich mal. Pass mir das hier auf. So. Darfst aber gerne in einer auch das aufmachen, so. Hier ist noch eine Blume. Die wird wahrscheinlich oben das eine freigeben, nehmen wir mal an. So, ihr könnt gerne direkt mitkommen, aber ich muss erstmal eben was erledigen. Macht ihr das wegen der Kiste? Ja, ich hab's schon gehört. Sehr schön. Und da oben war noch... Genau, hier... Oh, ich wollte es eigentlich nehmen und nicht springen, aber ist in Ordnung. So. Auf der anderen Seite war, glaube ich, nichts mehr, außer irgendeine Pflanze oder so. Kommt gerne alle mit. Genau. Da hinten sind ja auch noch welche, ne? Wir müssen ja, denke ich mal... Achso, war der oben oder unten? Ah, Mist, da kommt eh jetzt wieder nicht mit runter, ne? Wenn ich da runterspringe. Ah, dann gehen wir von der anderen Seite. Schön hier rein. So. Euch wird allen geholfen. Wenn das denn wirklich das ist, was wir hier tun. Ich weiß es ja immer noch nicht, weil ich bin da nicht so von überzeugt, ne? Dass das wirklich das ist, was wir wirklich tun sollten. So, da... Oh Gott, da haben wir drei Stück. Thank you.
Oh, ist das dein Ernst jetzt? Hallo? Oh, come on. Ja, nur weil du zu blöd bist? Wenn du zielst, dann auch... Hey. Ich glaube, Takt. So. Ich glaube, ich brauche eure Hilfe. Ich bin mir nicht sicher. Moment. Wer ist das denn? Ist das der, über den wir gesprochen haben? Ich dachte, das wäre... Moment, ihr könnt erstmal hier... Ich muss mich erstmal um den Kleinen hier kümmern. Das wiederherstellen. Kreatur entdeckt. Moment, bevor ich jetzt wieder irgendeinen Fehler mache... in Galerie speichern. Okay, da können wir keinen Fehler machen, weil das zählt unter den gleichen. Okay. That Shroom has weirdly calm eyes. It doesn't seem very shy. Hey, hold on. Warte doch. Mann, ich muss erstmal den Generator hier anmachen. Ach, der pumpt ab. Okay. Haben meine müden Augen da gesehen. Hier ist aber nichts mehr. Ist auch nicht so geschrieben, dass man es lesen kann. Nee. Ach, Moment. Müssen wir euch nach hinten bringen? Würde ich jetzt so spontan sagen. Ich mache das jetzt mal, weil... erstens wüsste ich sonst nicht, was ich hier machen sollte. Also bin ich eigentlich da oben rum? Ja gut, weil ich jetzt von oben kam eben. Ne? Boah, dass das immer wieder zurückgeht, Mann. So. Okay, dann haben wir die zumindest schon mal weggeschickt. Aber hier steht, dass wir immer noch was wegschicken können. Heißt das, wir können den einen auch wegschicken? Oder was ist jetzt damit gemeint? Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Okay, die nächste Frage wäre dann auch, wo hat der das jetzt... Oder war das da? Da hinten ist auch noch so ein Pack. Wo hat der das jetzt hier runtergelassen, dass man an diese Statue kommt? Ich glaube, das war jetzt hier vorne, oder? Hey! Hey, bist du Kup? Ach, Kupi ist der, genau. Wer will das wissen? Ich hoffe, ihr hört jetzt draußen das nicht allzu laut. Das macht mich gerade wieder wahnsinnig hier mit der Kehrmaschine oder was. Brauchst du Hilfe, da rauszukommen? Wir rühren uns nicht von der Stelle. Oh, okay. Hey, was weißt du über das Mara? Wir sagten, wir rühren uns nicht von der Stelle, bis dieser Dreck beseitigt wurde. Dein Dreck. Huh? Was? Mein Dreck? Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Du bist ein Mensch, oder etwa nicht? Schon, aber... Räum deinen Dreck weg, Mensch. Du vergiftest den Sumpf. Du vergiftest Ava. Du vergiftest das heilige Marasik. Oh, das Marasik. Kannst du mir sagen, wo ich es finden kann? Sag du es mir, du dreckige Giftmischerin. Ihr kommt nach Ava, baut eure großen Forschungsstationen, die Giftstoffe freisetzen. Das gefällt uns nicht. Was du nicht sagst. Sag mir, wo die Forschungsstation ist. Ich bringe das in Ordnung. Ich stoppe die Giftstoffe. Echt? Mhm. Versprochen. Na schön, sie ist in einer Grube im Südosten. Du brauchst eine Schlüsselkarte. Warte kurz. Ah, ich hab's gewusst. Die ist so süß irgendwie. Genau. Werf das einfach mal runter. Kann ja auch gar nicht im Dreck unten landen.
Danke. Jetzt erzähl mir von Marasik. Ich muss... Räum deinen Dreck weg, du Giftspritze. Hey, das ist unhöflich. Ist uns egal. Unsere Stimme schmerzt. Wir reden nicht mehr mit dir. Hey, hey. Ich tue wohl lieber, was dieser Wichtigtuer verlangt. Eine weitere alte Aleph-Anlage? Ja, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das hier so schnell geht. Ich schau mal eben hier vorne. Ah ne, die haben wir noch, ne? Dürfte noch voll sein, genau. Weil wenn sie jetzt so sagt, das ist eine alte Anlage, dann heißt das für mich normalerweise eher, dass das ja nicht so schnell geht, bis wir da durch sind. Moment, der meint, wenn wir da hochklettern, ne? Wir sind jetzt hier. Der Text stimmt ja jetzt überhaupt nicht. Aber das, wo es warten, die haben einige von... Achso, doch, finde einen Weg hinein. Okay, ja, dann haben wir uns aber hier schon mal den Weg soweit frei gemacht, dass wir hier eine Abkürzung haben. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt noch. Dann port ich schon mal hier rüber. So, und dann ist wahrscheinlich... Ja, der Teil hinter uns ist gemeint. Wobei wir ja da schon einen Weg rein haben. Bin ich jetzt hier im richtigen Teil? Also wenn ich... Ach so. Ach, ich glaube, ich weiß ungefähr, was das ist. Ja, doch. Ich weiß nur nicht mehr so genau, wie der Weg hinein war. Ich würde dann aber auf jeden Fall mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge versuchen werden, einen Weg da hineinzufinden und diese komische, ja, Kläranlage, keine Ahnung, Giftanlage, Giftmüll, ich weiß nicht, was das da ist, dass wir das Ganze dann irgendwie stoppen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!